Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neulichen Garten, die Slash Blog. Die Enten, gucken uns die Tierchen mal an, was die wieder für Sorgen bereiten. Weil sie bleiben nicht da, wo sie sein sollen. Da sind sie ein Jahr lang geblieben und jetzt auf einmal ist Schluss. Jetzt meinen sie, sie müssten hier oben auf das Dach rüber oder zum Nachbarn rüber. Ich sage, wenn man ein Problem gelöst hat, kommt wieder neues. Ich zähle mal durch, wie viel ich hier habe. Da ist eine. Da ist noch eine. Und da ist der Dicke. Ein Brummer, kaum zu glauben. Also der kommt kaum noch bei der Hühnerklappe rein, um zu fressen. So, das waren jetzt drei. Jetzt gucken wir mal, wo der Rest ist. Einen habe ich gesehen. Der sitzt hier hinterm Zaun beim Nachbarn. Der hat jetzt mittlerweile auch gelernt. Der war noch nie weg. Das müsste der Erpel sein, den wir selbst aus der eigenen Brut. Ziemlich dickes Ding auch geworden, gar keine Frage. Aber wo sind die anderen? Also im Allgemeinen sitzen die immer da oben auf dem Dach. Jetzt kann ich aber gerade keine finden, aber ich habe sie gehört. Ich muss mal unter das Dach gehen. Ich nehme an, das hat die da raufgetrieben wegen dem ganzen Moos und dem ganzen Modder, der da runterfällt. Von den Bäumen hier, dass die das abweiden. Eben habe ich sie noch rumlaufen hören. Mal gucken, wo sie ist. Nee, jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. So, mal gucken. Nee, scheint nicht. Guck mal anderswo. Das, wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Auch auf dem Kaninchenstall hockt keine. Und so rüber sehe ich auch keine. Einfach mal weitersuchen. Beim Nachbarn auf der Pferdewiese ist auch keine. Wo mögen sie sich wieder versteckt haben? Wo sind sie jetzt doch wirklich an den Rhein ausgewandert? Das wäre bedenklich. Unser Entenbraten. Ich habe sie gefunden. Aber bei der einen Seite auf dem Nachbar, auf dem Grundstück sitzt er auf irgendeiner Bauhütte oder sowas. Da. Ist das eine oder zwei? Mir fehlt nämlich noch eine. Ich habe sie gefunden. Die sitzt bei der einen da hinten auf der Nachbarshütte. Jetzt sind es also schon drei, die dauernd wegfliegen. Der eine, ich nehme an, das sind all die drei neuen, die hier geschlüpft sind. So ist das mit den Tieren. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwann Entenbraten. Ah, da kommen sie. Gerade noch rechtzeitig. Ich wollte die Kamera schon einpacken. Sieht doch nett aus. So, jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf den Dicken, weil da bin ich wirklich immer wieder fasziniert, was das für ein Klotz ist. Hey, Dicker. Hey, Dicker. Ja, der fliegt mit Sicherheit nicht. Wenn der noch irgendwann durch die Gegend fliegt, dann wäre sie nicht. Ich sehe, demnächst kann ich die Enteneier hinten bei den Nachbarn einsammeln in der ganzen Umgebung hier. So ist das jedenfalls mit der Tierwelt. Die halten einen auf Trab. Aber das wird das Lustige daran. Ich mag das immer. Vor allen Dingen, ich mag die Ruhe hier. Also in diesem Hühnerstall, da mag ich immer gerne sitzen, wie die hier rumlaufen. Und ich finde das immer wieder faszinierend. Das ist so ruhig. Höchstens mal ein Flugzeug. Ich höre hier keine Autos, mal ein Traktor, ein Flugzeug. Aber sonst ist hier völlige Ruhe. Eine tolle Gegend. Gut, also wer mehr solcher nichtssagenden, langweiligen Filme sehen will, neulich im Garten.de/Blog oder YouTube-Kanal R.A. Hase. Noch mehr solche Sachen. Bis dann. Tschüss.